So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Forza Horizon 4. Wir sind zurück und mit der Herbstmeisterschaft, ja, Herbstsaison kommen jetzt auch zwei neue Fahrzeuge rein. Ich als kleiner VW-Fan freue mich natürlich in Aster, wie ihr wisst. Ich bin mega VW-Fanatiker und die Jungs von Playground Games wissen das anscheinend und haben ja mit dem Herbst jetzt alleine zwei neue VWs reingebracht. Einen über die 50%-Hürde, den anderen über eine Saisonveranstaltung. Und bei den beiden Babys handelt es sich einmal um den VW Carmangia, den schaltet ihr mit 50% frei, und den VW Typ 3, den man eben über eine der Saisonveranstaltungen freischaltet. Und ja, sind beide aus dem selben Jahr, 67, sind so ein bisschen, ja, die Nachfolgersachen vom Beetle gewesen. So die erste Mittelklasse-Fahrzeug von VW war der Typ 3 oder anderem. Also so ist zumindest was Ausstattung und Motor und so anging, nicht unbedingt was Qualität anging. Das Ding war relativ günstig, war auch technisch nicht unbedingt für den damaligen Stand auf der Höhe. Aber sind zwei ultra coole Fahrzeuge. Zwei Fahrzeuge finde ich auch ein bisschen natürlich im Schatten des Beetle stehen. Der Käfer ist ein bisschen über den gestellt. Auch wenn Carmangia auch schon mittlerweile sehr, sehr beliebt ist. Und der Typ 3, habe ich das Gefühl, wird immer mehr, insbesondere was auch in der Tuning-Szene angeht, das beliebtere Fahrzeug mittlerweile immer mehr. Wie gesagt, ich finde sie beide wunderschön. Beides sehr, sehr schöne Autos. Vor allem die Zeit eben, die 60er, war bei VW grundsätzlich designtechnisch sehr, sehr pornös. Und Carmangia ist einfach ein schönes Sportcoupé. Das muss man einfach sagen. Ja, die beiden werden wir uns heute beide in diesem Video angucken. Wir werden es heute einfach beide mal gönnen, so mal kurz ein schönes Roundup über die beiden neuen VWs im Spiel einfach mal machen, warum auch nicht. Wir haben vom Typ 3 nicht die Lieblingsversion von mir, den gibt es nochmal in so einem Schrägheck, nenne ich es mal, und in einem Kombi. Wir haben jetzt halt die Limousinen-Variante. Ich finde die anderen ein bisschen hübscher noch, ein bisschen geiler. Die haben so eine geile Karossenform halt, aber nichtsdestotrotz ist ja cool, dass da drin ist. Es reicht mir überlegen, dass wir letzten Forza gar keine VWs haben. Ist das hier schon eine, mittlerweile die Wonne auf Erden, wie viele VWs wir mittlerweile in diesem Game haben. Aber hey, egal, wir machen weiter. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Typ 3 an, weil der Carmangia ist für mich dann doch ein bisschen mehr das Highlight. Der ist designtechnisch schon mal einen Tacken geiler. Und ja, wie gesagt, technisch ähnlich zu einem Beetle das Ganze. Deswegen müsste, das sieht das Ganze auch ganz schick aus. Wir machen mal hier Motor auf. Wir sehen auch nämlich hier, ja, technisch nämlich ähnlich zu einem Beetle. Man könnte sich jetzt denken, bei dieser langen Haube, ja, da sitzt noch der Motor. Nee, Heckmotor war weiterhin am Start, wenn wir nämlich hier hinten mal wunderschön aufmachen. Ja, sehen wir nämlich, da sitzt nämlich der schöne Motor. Aber so ein bisschen gelöst, dass man zumindest ein bisschen Kofferraumfläche hat. Weil das war eben der Nachteil vom Käfer, einfach, dass er nicht so viel Platz bohrt. Und das ist beim Typ 3 dann ein wichtiges Argument gewesen. Wir wollen auf jeden Fall den Leuten ein wenig mehr Platz bieten. Und das haben sie, denke ich mal, damit auf jeden Fall erfolgreich geschafft. Allein im Innenraum dürfte das großen Unterschied machen. Ich finde diese Designlinie so ultra sexy. Das sieht einfach so schön aus. Es reicht, in der Limousinen-Version findest du diesen Typ 3 so gut wie gar nicht mehr rumfahren. Wie gesagt, der Käfer ist deutlich mehr am Überleben geblieben, zumindest so, was man fahrerisch rumsieht. Und ja, sieht schön aus, oder? Schön lackiert hier alles. Das ist schon ein schönes Auto. Und können wir mal einfach an. Da wird jetzt kein Highlight kommen, aber man kann ja trotzdem mal reinhören. Alles wackelt und vibriert. Ich kann den Tacho nicht mal mehr lesen. So krass ist es am Vibrieren. Das klingt auch ehrlich gesagt nicht gesund, aber das ist doch vielleicht okay. Wir schauen mal, was wir draus machen können. Ich habe jetzt so ein bisschen die Hoffnung, weil die Dinger ja halt ein bisschen mit dem VW-Boss und dem Käfer hier im Spiel gemein haben, dass man die assig böse slammen kann. Also wenn man den VW-Bus, ich zeige euch, einfach nur mal, damit ihr so ein Ausgangslager habt, von der ich ungefähr ausgehe. Leider ist ja der zum Beispiel, die Pritsche ist zum Beispiel nicht so geil umbaubar gewesen. Schade dafür. Aber eben, hier eben der, die Vorder-Edition ist ja arschtief. Das Ding geht ja richtig tief. Der Auspuff hängt im Boden. Leider, das Ding geht nicht so tief, deswegen habe ich die Hoffnung und hoffentlich haben es daraus gelernt, haben den Typ 3 und den hier auch so tief gemacht. Wir schauen mal. Wir gucken jetzt mal, was wir machen können. Motortechnisch und sowas. Vielleicht kann man auch wieder einen modernen Porsche Boxer-Motor reinbauen. Wir gucken mal. 4 Liter, oh ja, kann man. 4 Liter Boxer ist schon okay. Das kann man machen. Allrad, Turbo, das geht natürlich alles wieder. Ich setze mal hier, wenn wir den ganzen Chrom... Oh! Das sind mehr Teile, als ich erwartet habe. Ich habe echt gedacht, einfach nur Chrom runter und Forza-Lippe, aber ich sehe sehr, sehr viele Volkswagen-Logos. Eins davon wird einfach sein, das zu demontieren. Ah, okay, wir haben andere... Ah, okay, wir haben noch andere Varianten. Okay, wir haben noch andere Varianten. Wir haben jetzt das hier standardmäßig dran, aber wir nehmen das hier mit den zusätzlichen Chrombügeln. Das sieht ganz geil aus. Normal würde ich sagen, Weight Reduction und weg mit dem Scheiß. Aber bei so alten Autos, umso mehr Chrom, umso besser. Oh, geil! Ein schöner Dachgepäckträger aus Holz. Ja, der kommt drauf. Also schön nicht aus Holz, aus Metall, aber mit Holzverlattung. Ihr wisst, was ich meine. Das kommt auf jeden Fall drauf. Oh, da gibt es das für hinten auch nochmal. Obwohl ich hinten gerade nicht am Überlegen bin, weil hinten diese Zusatzleuchten eigentlich ganz sexy sind. Aber komm, machen wir das auch so. So.
jetzt kommt der wichtige Punkt. Kriegen wir das Ding auf die Fresse gelegt? Weil das ist das Einzige, was mich jetzt interessiert. Geht das Ding aufs Maul? Weil deswegen habe ich mich hier so drüber gefreut. Also weil ich die Dinger super cool finde. Also weil ich halt hoffe, dass man die auch wie ein echt aufs Maul legen kann. Weil sind wir mal ehrlich, wenn du das Ding auf den Boden legst, Lenkprobleme hast du weiterhin nicht. Weil du stehst halt so bei dem Radkasten, das ist gar kein Thema. Wir machen jetzt mal bessere Bremsen drauf. Weil, warum nicht? So. Bitte, komm schon. Nein. Nein. Oh, ja, ich habe noch die Hoffnung, dass wir ein bisschen Restgewinde haben. Hinten gefällt mir schon mal ganz gut. Also hinten hängt das schon mal ganz gut drin, muss ich sagen. Das sieht schon mal nicht verkehrt aus. Okay, wir gucken mal, ob es da jetzt... Ob da noch eine Einschränkung kriege. Vielleicht gibt es... Ich habe keine Ahnung, warum ich so komisch rede. Das ist aus wie hier der Beckmann oder wie auch immer diese Scheißsendung hieß. Gut, egal. Komm schon. Ich finde halt die Beschleunigungswerte geil. 0 bis 161. Fehlgeschlagen. Weil wir fahren 152. Schade. Naja. Oh, vorne geht noch eine Menge. Oh, bitte. Sieht geil aus. Geil. Oh, ich habe so drauf gehofft, dass das geht. Und es geht. Oh, bitte, es geht beim Kamanji ja auch, Alter. Ich liebe euch. Ich liebe Playground Games, die das hingekriegt haben. Geslampter Typ 3 oder ein geslampter Kamanjia oder Käfer, egal, alle VW aus der Generation sind auf den Boden gelegt, einfach gut aus. Boah, ist das schön, warte, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen die Felgen rausholen können, weil ich glaube, wir müssen Spurverbreitung machen können. Ich sehe schon, kommen dieses Video ist kaum geschnitten, weil ich nicht dazu komme, irgendwelche Cuts zu setzen, weil ich konsequent durchbrabbel und alles einfach toll finde. Ah, ein bisschen weiter geht da noch, guck hier. Oh, hinten auch schön, oh. Oh, Alter, das sieht da schon mal ganz, gar nicht mal so unsexy aus, ne? Die Felgen lassen wir so. Da brauchen wir gar nichts machen. Gibt's sowas wie Weißwand? Oldtimer-Reifenmischung gibt es, aber Weißwandreifen hätte ich ganz cool gefunden, muss ich sagen. Aber das finde ich ja schon mal durchaus sexy, wie er da so steht, ne? So, wir lassen jetzt erstmal den Rest so. Jetzt gehen wir mal in Lackierung. Ich sehe schon, komm, wir fahren die Dinger heute gar nicht. Ich bin die Dinger nur am Umbauen. Das sieht gut aussehen. Aber ich will mal kurz gucken, was geht denn lackiertechnisch so. Was haben wir denn für Serienfarben? Ich habe echt keine Ahnung, was es damals angeboten war. Das Rot ist ganz cool. Aber ich kann mir vorstellen, gibt es noch ein paar andere schöne Farben. Oh, 60er Autofarben sind immer schön. Also Autos, Farben aus den 60ern. Was fahren wir denn mal Schönes? Ich finde das Rot echt schön, weil es so schön dunkel ist. Das Cremefarben finde ich halt auch ultra geil. Oder das dieses... Oh ne, wir nehmen dieses Babyblau, ist einfach zu schön. Die Kappen können... Warte mal, die können wir mehrfarbig lackieren. Was ist die Farbgruppe 2? Zwischen die Moonkit... Ne, außenrum. Oh, warte, kriegen wir das vielleicht in so ein Babyblau hin? Muss viel seichter. Viel seichter. Oh, wir haben's. Oh, das gefällt mir gut. Wir müssen mal kurz raus. Ja, mal kurz eine Runde drehen. Ich muss mal kurz genießen. Wir haben nichts am Motor gemacht. Das ist mir vollkommen scheißegal. Wir haben das Ding auf den Boden geslammt und fahren nicht mal mehr als 150 km/h. Aber ich finde, Alter, das Ding sieht ja mal so pornös geil aus. Oh, Alter, sieht das Ding geil aus. Ich freue mir gerade einen Ast ab. Der geht halt überhaupt nicht voran. Also so wirklich gar nicht. Jetzt sind wir sogar zurückgerollt. Also der geht halt wirklich gar nicht voran. Aber er sieht halt dabei so... Boah, ist das Ding schön. Stimmt, der Innenraum wird ja da mitlackiert. Oh, ist das geil. Oh, ist ja schön. Kein Scheiß, das Ding ist ja... Danke Playground Games. Ich habe echt Schiss gehabt, dass er wie die Pritsche nicht tief geht, aber... Boah, das Ding, Alter. Okay, komm, wir müssen mal kurz den Fotomodus. Ich muss mal kurz genießen. Guck das Ding mal an. Oh, ist das nicht schön? Alter, ist es nicht schön? Boah, ich bin ein bisschen verliebt gerade. Ich glaube, ich habe mein neues Lieblingsauto im Spiel gefunden. Scheißegal, Ding fährt nur 150. Theoretisch kann ich ja noch einen 4 Liter Boxer aus dem Porsche da reinballern. Dann geht das Ding auch auf jeden Fall alle Richtungen. Aber brauche ich gar nicht. Ich finde 116 km/h absolut... Und gute Reisegeschwindigkeit. Ist so schön geworden. Die Tiefe. Ein bisschen könnte da vorne noch. Aber nur minimal. Das ist schon von der Tiefe eigentlich echt in Ordnung. Man kann sich eigentlich nicht drüber beschweren. Also ist voll in Ordnung. Dafür, dass es Static ist und kein Luftfahrwerk, ist das voll in Ordnung. Mega geil. Ich bin gerade ein bisschen... Bisschen auf, ja, es ist schon ein bisschen schön hier. Ein bisschen schick ist er. Ich würde mal sagen, wir holen mal den Kamanjia raus, weil
ich habe das Gefühl, das könnte auch echt schick werden. Und da haben wir auch schon den zweiten im Bunde, den Karmann Ghia, heißt so, weil er von der Firma Karmann gebaut worden ist. Die hat das zwischenzeitlich die Cabrio-Produktion, glaube ich, von Audi und VW übernommen gehabt und allem drum und dran. Die hat auf jeden Fall dieses schöne Teil gebaut. Den gab es in zwei Versionen sogar. Einerseits der hier und einmal einen großen Karmann. Der war eben auf Basis vom Typ 3. Der ist hier nicht auf Basis vom Typ 3, glaube ich. Wir haben, glaube ich, den normalen hier drin, den kleinen. Ich meine, es müsste der kleine sein. Technisch auch Käferballer, weil ich kann es euch zeigen. Tada, Motor sitzt auch wieder wunderschön drin. Der ist natürlich jetzt nicht unbedingt für das Reiseauto. Ne? Das ist eher ein bisschen das sportlichere Coupé. Er sieht demnach auch schick, wirklich. Also wie gesagt, formtechnisch ist das Ding halt so edel. Ne? Das sieht halt so schön aus. Hier ist eine Form. Gut, farbig-technisch ändern wir gleich noch was dran. Momentan ist die Form ein bisschen kaputt gemacht, dadurch, dass wir vorne so einen Radkastenabstand haben. Aber an sich, die Form ist cool. Aber hast du ja bei VW heutzutage nicht mehr. Scirocco ist ja auch eingestellt. Dementsprechend haben wir alle sportlichen Formen jetzt komplett aus dem Sortiment gekillt. Also dementsprechend. Und Beetle ist ja auch so gut wie eingestellt. Also zumindest die Zuge-Variante. Aber ja, wie gesagt, optisch, Designsprache natürlich dieselbe. Es ist selbe Baujahr wie der Typ 3, den wir haben. Deswegen designtechnisch ähnlich. Innenraum haben wir aber Holz. Ne? Ein bisschen weniger eingelackiert. Und das Radio sieht ein bisschen oldschooliger aus. Und wir hören auch mal rein. Ich denke mal, klangtechnisch werden wir jetzt keinen Unterschied hören. Glaube ich nicht. Hängt da der Luftfilter? Okay, das ist doch kein Drehzahlmesser. Das Ding klingt einfach noch viel brutaler. Ach, warte. Habe ich den Luftfilter gerade gesehen unter der Karre? Warte mal kurz. Da unten, das rote Ding da. Wo vertue ich mich? Könnte der Luftfilter sein, der da hängt. Der Motor hängt ja sowieso arschtief. Also wundern wird es mich nicht, wenn das erste, was du mitnimmst, erstmal der Luftfilter ist. Na gut, okay. Wir gucken auch, ob dieses KZ slamper ist. Und lackierungstechnisch. Weil die Farbe, die drauf hat, finde ich jetzt gar nicht mal so schön. Aber schauen wir mal. So, Motor wird dasselbe Thema sein. Ja, exakt. Das ist, glaube ich, alles baugleich hier. Da brauche ich hier keine Sorgen machen. Front. Oh, da haben wir die andere Ghia-Front. Die finde ich nämlich ein bisschen schöner. Hier finde ich sogar mit den Stegen weniger besser. Auch hier Dachgepäckträger. Druff damit. Ja, ich finde die Front, das ist ein bisschen cooler. Es wird bei dem ein bisschen schlanker und es passt zur Fahrzeugform ein bisschen besser. Beim Typ 3 stört mich das nicht, aber hier finde ich es dann doch ein bisschen hübscher, das Ganze. So, Bremsen wie gewohnt, weil wir die auch auf jeden Fall brauchen. Jetzt kommt's bitte. Also hinten mache ich mir sowieso keine Sorgen, weil hinten hängt der Head schon im Radkasten. Oh, oh, das war schon Rennen, ne? Aber Alter, kriegt Kollege Sturz. Guck hier, na, warte, normal, bisschen Sturz, viel Sturz. Das finde ich gut, das finde ich sehr gut. Okay, wir machen das Rennfahrwerk mal ein. Ich habe die Hoffnung, dass vorne noch was geht, weil vorne, sind wir uns einig, da ist noch Spielraum. Da ist noch eine Menge Spielraum auf jeden Fall übrig. Das müssen wir auf jeden Fall noch nutzen. Oh, da ist gar nicht so viel. Er ist auch wieder langsamer nochmal, also nochmal langsamer, aber wir haben nicht so viel Spielraum. Ah. Ich glaube, der Typ 3 könnte mir vom Geslampten her besser gefallen. Weil ich glaube, der Kollege hat ein bisschen. Ja, die Vorderachse ist ein bisschen hoch. Die Vorderachse bräuchte noch ein bisschen Liebe. Der fehlt so ein bisschen dieser Tiefgang. Weil hinten, alles gut, sexy. Vorne, da haben wir noch Potenzial leider. Da bin ich nicht ganz so zufrieden. Also Typ 3 schon mal tiefentechnisch der geilere. Jetzt gucken wir natürlich auch hier lacktechnisch, was geht beim Karmann Ghia denn so. Ich schätze mal, farbtechnisch werden wir in einem relativ ähnlichen Raster sein, was die Farben angeht. Ich weiß nicht, irgendwie will ich bei dem ein bisschen was Bunteres haben, muss ich sagen. Also der braucht irgendwie ein bisschen farbenfroher. Der ist mehrfarbig lackierbar. Oh! Ach krass, das Dach ist nochmal extra. Oh, das ist geil. Das ist natürlich geil, dass der mehrfarbig ist. Oh, das ist schön klassisch. Schwarz. Ich würde sagen, in Rot tönt er mich halt schon ein bisschen an, ne, mit dem cremefarbenen Dach. Obwohl ich das Dach, glaube ich, dann eher sogar schwarz haben wollte. Aber nehmen das mal, warte mal. Farbgruppe 2. Oh ja. Dann machen wir nämlich die Felgen. Oh, mache ich die Felgen mal. Aber die sind bei dem sogar gar nicht chrom, seht ihr? Aber bei dem sind sie nicht chrom. Die sind nur beim Typ 3 chrom gewesen. Die haben sie dann eher so Alu gebürst, Alu. Aber ich finde, er darf auch chrom tragen. Ich finde, Karmann Ghia hat auch das Recht, rot chrom zu tragen. Und der gefällt mir jetzt von der Farbkombination gut. Wie gesagt, Tiefe vorne. Wie gesagt, er hat jetzt übelst einen Hängearsch natürlich. Aber das hat der Karmann Ghia so aufgrund der Karosserieform. Er sieht nicht schlecht aus. Er sieht auf keinen Fall schlechter aus. Und ich freue mich, wie gesagt, erst drüber ab, dass beide reingekommen sind. Ist mir scheißegal, dass alle sagen, was will ich mit alten VWs? Ich als Fan von VWs und insbesondere den alten, freue mich erst drüber ab. Ja, das ist cool. Jetzt bitte noch ein Trabi rein und ich bin absolut glücklich mit der Welt. Also, wen von den beiden finde ich jetzt cooler? Ich glaube, ich finde den Typ 3 sogar cooler. Es war eigentlich umgekehrt, vorher war es der Karmann Ghia, aber so optiktechnisch finde ich doch ein bisschen den Typ 3 töpft mich ein bisschen mehr an. Den Karmann Ghia von der Form finde ich geiler. Und jetzt vom Farbschema sieht er halt echt sexy aus.
Aber die Höhe vorne stört mich ein bisschen. Aber ich glaube, ich finde es einfach beide geil. Scheiß mal, wir machen keinen, wer ist besser. Ja, ich mache einfach beide gut. So, hier gibt es keine Diskussion, da gibt es kein langes Hin und Her. Ich finde einfach beide geil. Ende der Diskussion, Ende der Sache. So einfach ist das. Ich finde beide einfach mega sexy. Beide kann man sich gönnen. Wie gesagt, Saisonveranstaltungen fahren, 50% meistern. Und schon habt ihr beide VWs, einmal die Typ 3 Souvenir. Wunderschön kann man hier in eurer Garage. Ich denke, man wird mit beiden sehr, sehr viel Spaß haben, sehr viel Freude haben. Weil, wie gesagt, beide sind ultra geil und ultra sexy und ultra schön. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall mal eine Folge machen, wo wir die beide mal ultra slammen werden. Die slammen werden, ultra aufbauen werden, weil wir haben ja 4 Zylinder, 6 Zylinder Boxer. So, mein Gott, das war alles durcheinander geworfen. Haben wir ja noch rumliegen. Kann man ja beide wunderschön einbauen. Und ich würde mal sagen, das können wir auf jeden Fall auf Dauer noch machen. Weil, ja, ich glaube mal, leistungstechnisch könnte es uns was tragen. Es macht schon Spaß, die so zu fahren, weil rumzucruisen ist halt leider für jedes Rennen im Spiel voll für die Tonne, weil du einfach nirgendwo hinkommst, aber sonst wäre es ganz cool. Aber ich würde erstmal sagen, ich bin erstmal raus für dieses kleine Video. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, aber ja, lasst mir gerne einen Daumen rum da und dann sehen wir uns im kommenden Video hier bei Forza Horizon hier wieder. Bis dann, tschüss.